Guten Abend, Ladies und Gentlemen. Ha. Willkommen zurück zu einem niegelnagelneuen Part von Let's Play Super Mario Maker. Ja. Mir fehlen die Worte. Naja. Auf jeden Fall gehen wir wieder zu Falke, denn der hat halt hier Level, die halt geschafft werden sollen und so. Ja, das hier, könnt euch erinnern, im letzten Part, ja, da lief es nicht so gut. Aber wir werden es eines Tages schaffen. Moment, hat es inzwischen wieder jemand geschafft? Zwei Leute haben es geschafft und ich bin keiner davon. So, hier übrigens nochmal die ID, nur so zum... Und sonst seht ihr euch einfach die letzten zwei Parts an, die drehen sich nur um dieses Level. Eines Tages werden wir es schaffen, ich sag's euch. So, jetzt kommt Yusei Taikoku Stigma. Ich hoffe, das hat episch geklungen. Mario World. Unten seht ihr die ID. Abschlussrate. 5 Leute haben es geschafft. 5 Sterne. Ich glaube, das Level, das ist ganz gut. Ja, probieren wir es doch einfach mal. Da. Ja, Leute, es gibt ein paar tolle Neuigkeiten. Boah, Entschuldigung, Leute, ich muss bei dieser Musik immer mitsummen. Halt, summen ist das falsche Wort. Ich sing ja richtig, bitte, es tut mir leid. Ja, okay, ich versuche mich jetzt zusammenzureißen. Es ist aber schwer. Ja, auf jeden Fall kommt nächste Woche schon. Da ist nix. Oh doch, natürlich ist da was. Ein Update zu Mario Maker heraus. Ein Gratis-Update, wohlgemerkt. So, was ist da? Oh, jetzt hätte ich vielleicht zuerst in dieser Röhre nachschauen sollen. Vielleicht wäre da was. Das wäre schön gewesen. Ja, okay. Auf jeden Fall gibt es ab nächster Woche dann Checkpoints in Super Mario Maker. Checkpoints, Speicherpunkte. Oh, das... Oh, noch einer. Wie geil ist das denn? Das ist... Was noch kommen wird, das wird so Online-Dinger geben. Also so ein neuer Bereich im Online-Modus, wo dann halt offizielle Level kommen und halt auch andere und so. Ja, man kann dann auch neue Pixel-Mario-Figuren freischalten. Also diese Amiibo-Figuren, ihr wisst, was ich meine. Oh nein, Scrolling, das ist doch... Okay. Naja, ist ja egal. Sterben gehört. Dazu. Ja, und dann, man kann auch einen Pilz mit einer Feuerpflanze, also mit einer Feuerblume kombinieren. Oh, da geht's nicht rein. Und dann, wenn man Klein Mario ist, dann... ja, dann... Ah, da geht's nicht mal rein. Dann bekommt man einen Pilz. Also, nochmal von vorn. Wenn ihr einen Pilz mit einer Feuerblume kombiniert und das dann in einen Block reintut, bekommt ihr als kleiner Mario einen Pilz daraus und als großer Mario, also so wie ich jetzt bin, würde ich eine Feuerblume rauskriegen. Also so wie in den echten Spielen. Ja, das ist doch super. Da lassen sich bestimmt einige Level erstellen, die cooler sind. Ja, Checkpoints, wie cool ist das denn? Da kann man sich so viel Frustration... Oh, da geht's rein. Ersparen. Und nein, Checkpoints machen die Level ja nicht leichter. Sie sorgen nur dafür, dass der Frust ein wenig sinkt und ja, dass man das Level dann ja auch weiterspielt. Also viele Leute, die spielen das Level ja dann nicht mehr, wenn sie ein paar Mal verlieren und dann heulen sie halt und dann wollen sie es nicht mehr spielen und dann klicken sie das Level weg. Aber mit Checkpoints kann man diesen Frustfaktor minimieren, sodass man ein bisschen mehr dazu motiviert ist, das Level auch zu schaffen. Ihr versteht, was ich meine. Und so kann man dann auch extra schwere Passagen einfügen in die Level, wenn man da vorne einen Checkpoint setzt. Ihr versteht, was ich meine.
Ah, wir müssen den Cooper darauf nehmen. Ich verstehe schon. Ja, man kann bis zu 2 Checkpoints setzen in einem Level. Ich werde dann in meinem Level natürlich auch davor Gebrauch machen. So, du kommst jetzt mit, da geh mir rauf. Der Fail war unnötig vorhin. Echt geil, designtes Level. Was meint ihr, Leute? Also die Optik 1A, spielerisch auch ganz gut. Gefällt mir echt. Du bekommst 6. Stern von dem 6. Spieler. Also von dem 6. Spieler, der es geschafft hat. Ha! Ja, echt geil. Mad Soul Child, we can fly. Okay, wie viele Leute haben das geschafft? 6 Leute von 118, beziehungsweise 6 Versuche von 118 waren erfolgreich. Unten seht ihr die ID, ja, ja, ich muss immer sagen, aber. Naja, wir wollen ja nicht klagen. Oh, ich bin ein Reimmeister. Ich weiß nicht mal, ob es dieses Wort gibt. Oh! Ha! Oh, ich habe da dieses Geräusch gehört, dass die Zeit knapp ist und dann muss ich da rennen. 80 Sekunden haben wir nur. Okay, ich sehe schon, da muss man sich vielleicht merken, woran welcher Gegner kommt und dann. Ich schaff's nicht! Ja, dann kommt im Mario Maker Update auch noch ein erweitertes Fliegen-Minispiel. Also ihr kennt ja dieses Minispiel, wo man da mit den Fliegen halt die halt zerklatschen muss und dann. Ich glaube, dann schaltet man Baumeister Mario als Amiibo-Kostüm frei. Ich sage immer Amiibo-Kostüm, aber ihr wisst, was ich meine. Ich hoffe es doch auch zu sehr. Oh oh, ich hab's glaub verkackt. Ich renn rein! Okay. Ja, das lässt auf jeden Fall alle Türen offen. Vielleicht, so ist es sogar ziemlich wahrscheinlich, dass in Zukunft noch weitere Updates erscheinen. Es wurde ja schon mal irgendwo gesagt vom Produzenten, dass an einem Musikeditor gearbeitet wird. Das wird den TomTom freuen, denke ich mal. Dann kann er seine geile Musik auch erstellen. Ohne, dass es so umständlich ist. Ja, und Musik ist generell cool. So, Freundchen. Hä? Ach, du großer Gott, da waren Schraubenschlüssel. Die waren jetzt zu klein, um sie zu sehen. Zumindest von mir aus. Ich weiß nicht, ob ihr Adleraugen habt, aber das ist doch schlecht. Nein, so will ich nicht sterben. Zählt das jetzt als tot eigentlich? Ja, nochmal. Jetzt geht's aber ab hier. Ja, was hättet ihr denn noch gerne für DLC-Wünsche? Also es gibt noch so viel. Also ich will jetzt nicht sagen, dass die Mario Maker-Entwickler uns jetzt den kleinen Finger reichen und wir jetzt gleich die ganze Hand nehmen sollen. Also das will ich jetzt nicht damit aussagen, aber es gibt jetzt noch so, Freundchen, so viele Sachen, die man jetzt auch hinzufügen könnte. Da wären zum Beispiel neue Gebiete. Ja, was ist los mit mir? Ja, ich rede auch zu viel und so. Wüste und Eis und so Strand und so Müll und Berg und so. Da gibt es noch ganz viel, sehr viel. Ja, was man da noch machen könnte, wäre auf jeden. Ach so, das sind nur Wolken. Okay, ich dachte, da unten ist noch ein Boot. Da habe ich das Thumbnail vorhin. Ach, ich bin auch ein Lappen. Was denke ich mir immer dabei? Verschiedene Settings könnte man hinzufügen. Wäre ganz cool. Und ja, und auch Steigungen. Ihr wisst, also Schrägen, dass man auch den Boden schräg machen kann. Das wäre doch ziemlich cool. Oh nein, was habe ich nur gemacht? Was habe ich jetzt nur gemacht? Leute, verzeiht mir. Das Level ist nicht so schwer bisher, aber das ist doch alles gespielt von mir! Warum? Naja. Ist schon gut.
Also schrägen auf jeden Fall wäre sehr wünschenswert. In der Mario Maker Stage in Smash gibt's das ja auch. Und aber im echten Spiel nicht. Da ist Smash. Das nennt man Skill. Bin ich nicht cool. Ups. Ich habe Angst. So. So, Moment, ich nehme Anlauf. Und geschafft. Dann vielleicht noch einen spielbaren Luigi. Also der dann auch die Fähigkeiten von Luigi hat. Höher springen und er rutscht dann halt. Natürlich bekommt es einen Stern. Mal so ein Speedrun Level Dingens oder wie man das nennt. Das machen wir einfach mal das. Das sieht zwar ziemlich lame aus, aber er kann uns ja vom Gegenteil überzeugen und für die restliche Zeit. Ja. Oder andere Spieler, wie wär's mit einer Peach? Also die dann auch fliegen kann und halt einfach mit den Fähigkeiten aus Mario Bros. Alter, 2 und halt 3D Land World Dingens hat. So, das Level. Ja. Nix gut hier. Oder einen 2- bzw. 4-Spieler-Modus. Ich weiß. Das hat in diesem Spiel nicht viel Sinn, aber es ist, solange es optional ist, das wird schon Spaß machen, finde ich, wenn man mit mehreren Leuten die Level erkunden kann. Die Pilzhöhlen. Ja, das hat keinen Sinn mehr, in 3 Minuten anzufangen. Das sieht auch cool aus. Ah, nee, nix kommentieren. Ich wollte auf Beenden klicken. Ja, vielleicht sollte ich den Touchscreen verwenden. Ja. Also geht einiges ab. Ah, es gibt noch so viel, vielleicht die Cooper-Länge als ob. Ja, natürlich auch neue Items. Also auf jeden Fall Falky, sehr coole Level, bevor ich das noch vergesse zu sagen. Wie immer. Looks like the way it's blocked, oh mein Gott. Oh ne, so einen verrückten Japsen-Scheiß hier. Das geben wir uns jetzt. Wir werden es zwar nicht schaffen, aber mir egal. Wie die Cooper-Länge oder Power-Ups. Oder was es nicht alles noch gibt und so Zeugs. Oh ne, das ist so ein Rätselklump. Aber es sieht lustig aus. Dun. Soll ich ihn mitnehmen? Ah, ich soll ihn hier einsetzen. Dun. Ach du große. Ach, die. Diese Dinger hier bleiben stehen. Das kann er nicht schaffen. Oder? Oh. Ja. Ja, und auch noch ganz viele andere. Zum Beispiel diese Angry Sun. Da gibt es ja auch Gerüchte, dass die als DLC kommt, beziehungsweise sie wurde in den Daten gefunden. Ich weiß nicht, ob das so gewollt ist. Du Scheiße. Ah, bestimmt nicht. Ach, egal. Ich habe keine Ahnung, was ich da jetzt zu tun. Ach, da ganz rechts einfach nur. Rauslaufen. Okay. Na gut. Ich weiß jetzt auch nicht, was jetzt dann so schwierig sein soll. Ach so. Ah, ich check's. Da muss man das Ding kaputt machen. Aber egal, das soll jetzt nicht mehr mein Problem sein, denn der Part ist. Ach so. Okay. Denn der Part ist vorbei. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir, was ihr euch für DLCs für Mario Maker wünscht. Oder Updates halt. Und was ihr von den Checkpoints haltet. Natürlich findet das jeder gut. Und ich hoffe, ihr werdet es auch einsetzen. In euren Level. Okay, ich verstehe schon. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Ciao.